Herzlich willkommen zu einer neuen Mod-Vorstellung hier bei Let's Multiplay. Ich bin der Florian. Vielen Dank fürs Einschalten schon mal vorab. Heute im Programm ist der Unimog von Mercedes. Diesen gibt es aktuell in der Version 1.0 auf Mod-Hoster. Und ja, wir wollen uns jetzt den Unimog einmal ein wenig näher ansehen. Ja, mir sind schon ein paar Sachen aufgefallen, ein paar kleinere Sachen. Insgesamt ist der Unimog aber eigentlich ein schöner Mod. Wir können ja mal mit dem ersten Punkt anfangen. Das ist hier die Rückseite und hier die Anhängerkupplung. Sattelauflieger hat er auch. Die Anhängerkupplung selber ist, grafisch jetzt kein besonderes Highlight. Hätte man auch ein bisschen schöner gestalten können. Man sieht hier, es ist sehr dunkel hier. Und ja, es wirkt alles so ein bisschen, mach mal fertig, kriegen wir schon irgendwie alles hin. So, dann hier, das sind hier Anschlüsse, sollen zumindest Anschlüsse sein, vermute ich. Sind optisch aber auch nicht gerade wirklich schön hervorgehoben. Das sieht halt mal eben so kurz dahingeklatscht aus. Was sehr schön ist, sind die Blinker. Also die ganze Rücklichtanlage, die ist schon ganz schön gemacht. Wir können jetzt mal gucken, ob wir eben drauf springen können hier. Ja, können wir. Sehr schön. Schaufel ist auch sehr schön gemacht. Die Mistgabel, ja, auch. Lässt sich nicht drüber streiten. So, dann haben wir hier nochmal die Außensicht. Hier ist der Tank. In den Tank passen genau 190 Liter rein. Was sehr schön ist, der Tankdeckel, na gut, hätte man nochmal vielleicht ein bisschen dran schrauben können. Ich frage mich, welcher Mensch den Tankdeckel hier denn abschrauben soll, wenn er denn mal abgeschraubt werden sollte zum Tanken. Ja, ansonsten von außen oder von vorne auch sehr schön gemacht. Hier gibt es auch nochmal ein paar Anschlüsse. Auch hier könnte man sagen, gut, Anschlüsse für Strom könnte man nochmal ein wenig überarbeiten. Ja, was wirklich sehr schön ist, hier in dem Unimog kann man auch eine oder Frontgeräte anbauen. Also Frontgeräte, Wechselbrücken, das ist alles möglich. Ein Sattelauflieger ist auch möglich. Bevor wir aber jetzt hier mal ein paar Sachen ranhängen, wollen wir einmal uns den Unimog, hier ist auch nochmal ein paar kleinere Texturen finden. Das sieht auch so ein bisschen so aus, als wenn es gewollt war, aber nicht gekonnt. Ist aber auch nicht weiter wild. Umdrehen werden wir den Unimog jetzt nicht. Von unten könnten wir ihn sonst auch mal betrachten. Müssen wir mal gucken, vielleicht kriegen wir nachher mal zum Umkippen. So, steigen wir einfach mal ein. Was sehr schön ist, das Licht funktioniert, wie man hier sieht. Hinten funktioniert es auch. Arbeitslicht oder Fernlicht können wir auch einschalten, kein Problem. Kennzeichen hat er nicht. Warum auch immer er keine Kennzeichen hat, das kann man vielleicht nochmal ranbasteln. Vielleicht hier vorne auf der rechten Seite, hier vielleicht nochmal ein Kennzeichen dran. Das wäre vielleicht gar nicht so verkehrt. So, gucken wir uns mal die Blinker an. Links funktioniert. Vorne auch. An der Seite hier, der funktioniert auch. Machen wir das Fernlicht aus. So. Na, Blinker funktioniert. Blinker rechts. Aha, Moment. Blinker rechts. Hier funktioniert der Blinker auf der rechten Seite. Doch, jetzt funktioniert er. Okay. Sah ein bisschen merkwürdig aus. Vielleicht kann man das Licht vorne nochmal fokussieren, dass es nicht nur an der Seite hier blinkt, oben, sondern auch wirklich seitlich. So. Auch nochmal ganz wichtig, Warnblinklicht funktioniert auch sehr schön, aber es sieht trotzdem ein bisschen merkwürdig aus, wenn man so ein bisschen von vorne guckt, dann sieht man die seitlichen Blinker links und rechts nicht wirklich. So, die Warnleuchten funktionieren auch. Blinken schön im Takt. Jetzt kommt aber eigentlich der große, wirklich richtig große Kritikpunkt. Wir setzen uns jetzt mal rein. Innenansicht. So. Was zur Hölle ist das? Ist es ein Lenkrad? Ist es ein Propeller? Ich weiß es nicht. So. Wir fahren einfach mal ein kleines Stück. Tempomat funktioniert. Tempomat, sage ich schon. Die Drehzahl funktioniert. Geschwindigkeitsanzeige funktioniert auch. Und er fühlt sich wirklich sehr, sehr... Wir machen das Warnblinklicht mal aus hier. So. Also er fährt relativ einfach und gut. Wir machen das HUD mal jetzt eben aus hier. Das funktioniert schon mal ohne Probleme.
Also er slidet oder driftet nicht so, das heißt, man kann damit ganz gut fahren. Ich habe jetzt hier die Street-Variante ausgewählt. Gucken wir mal, ob das Fahrzeug mal ein bisschen... Oh, jetzt fängt er schon ein bisschen an zu rutschen. Machen das Ganze von draußen nochmal. Wir geben einfach mal Gas hier so ein bisschen. Ja, da kriegt er schon ein paar Probleme, aber gut. Das ist in LS15 nichts Ungewöhnliches. Animation der Abgase aus dem Auspuff funktioniert auch. Auch schön gemacht. So, wir kaufen jetzt nochmal den nächsten. Und zwar gibt es ihn bei Kategorien, Mods und dann bei Mercedes. Hier ist dann nochmal der Geländebereifung. So, den kaufen wir jetzt auch nochmal. Kaufen wir uns den mal auch nochmal in Orange. Ich weiß auch nicht, irgendwie so ein bisschen Orange-Tick. Steigen wir da mal direkt ein. Ja, Geländebereifung. Sieht soweit gut aus, wobei die Reifen hinten... Müssen wir mal aussteigen hier nochmal. Die Reifen hinten... Ja, gut. Ist ein bisschen knapp gemacht für eine Geländebereifung, finde ich. Also da könnte man ruhig nochmal hier den... Na, jetzt sag schnell, die Reifenbegrenzung, also den... Die Reifen ein bisschen weiter tiefer liegen. So. So. Also hier am Schutzblech vorbei. Weil das sieht mir schon doch ziemlich, ziemlich knapp aus. Und das ist auf der Seite anders als auf der Seite. Nee. Das ist schon gleich gemacht, aber hier auf jeden Fall ein bisschen am Reifenschutz hier nochmal ein bisschen arbeiten. Das wäre auch nochmal eine feine Sache. So, jetzt kaufen wir mal nicht mal ein paar Geräte hier. Kann ja nicht sein, dass wir ohne Geräte hier weitermachen. Wir gucken, was wir bei den Frontlader mal drin haben. Wir holen uns einfach mal den Stoll-Frontlader hier und dazu nochmal eine Poltergabel hier. Damit wir ein bisschen rumpoltern können. Sind auch schon da, die Geräte. Fahren wir einfach mal ran und gucken mal, ob das funktioniert. So, dazu blenden wir das HUD mal wieder ein. So, ankoppeln funktioniert. Bedienen funktioniert auch. Jetzt setzen wir nochmal die Gabel mal ran. Mal gucken, ob das so ohne weiteres funktioniert. Ankuppeln. Das geht auch. So. Die Gabel können wir auch auf und zu machen. Also, das funktioniert ohne Probleme. Wie sieht das Ganze aus? Wir müssen uns das von draußen mal angucken hier. Ja, sieht auch gut aus. Wir bräuchten aber eigentlich, wenn wir jetzt hier irgendwas Schweres transportieren... Achso, die Reifen bewegen sich mit, wenn wir es bedienen. Okay. Oder? Habe ich das gerade falsch gesehen? Moment. Also, wenn wir die Poltergabel auf und zu machen. Ne, bewegen sich nicht mit. Okay, ich dachte gerade kurz im Moment, die würden sich mit bewegen, die Reifen, aber das tun sie nicht. So, sehr gut. Jetzt gucken wir mal, dass wir das Ding wieder hoch machen hier. So. Funktioniert. Jetzt gucken wir mal an, wie wir aussehen, wenn wir in dem Ding drin sitzen. Sieht aber soweit alles gut aus. Ja. Also, wir sehen aus wie ein normaler Mensch in dem Unimog, sitzen auch relativ bequem da drin, das ist doch auch schon mal schön. So, jetzt kaufen wir uns nochmal was Schönes, einen schönen Auflieger hier nochmal, was haben wir denn hier Schönes? Da nehme ich immer ganz gerne den Kipper für, nehmen wir mal hier den Krampe, so, gucken wir mal, ob das funktioniert. Ich hatte gestern schon Probleme beim Ankoppeln, so jetzt... Jetzt funktioniert das Ankoppeln auch. Aber jetzt kommt das große Problem eigentlich an der ganzen Sache. Und zwar, wir haben hier unten im unteren Bereich, wo unser Tacho ist und wo unsere Geräteauswahl ist, wir sehen nicht, dass wir Geräte angehängt haben. Wie man hier schön sieht. Unten rechts, jetzt deutlich zu erkennen. Ich weiß nicht, welches Gerät ich gerade dran habe. So. Ich hoffe einfach mal, dass ich jetzt vielleicht durch einen Zufall die Poltergabel hatte. Sehr schön, ja. Aber wir sehen jetzt immer noch, es gibt keine große Geräteauswahl hier. Schade, das kann man nochmal beheben. So, wir koppeln. Oh, das war auch nochmal ein kleiner Bug anscheinend beim Ankoppeln. Wir haben jetzt den Krampe dran.
So, und jetzt gucken wir, ob wir noch zum Beispiel einen Grubber dranhängen können. Nehmen wir einfach mal den Horsch hier, den Tiger. So, jetzt kaufen wir nochmal uns den Unimog nochmal schnell neu. Und zwar nehmen wir jetzt einfach mal hier, dann nehmen wir die Geländebereifung. So, diesmal kaufen wir uns in Rot. Sehr schön. Na, aber wir hätten ihn jetzt eigentlich auch in Weiß kaufen können. Wir kaufen ihn jetzt in Weiß, damit wir sehen, ob er schmutzig wird und wie schnell er schmutzig wird. Das stand nämlich in der Mod-Beschreibung leider nicht mit drin. So, setzen einfach mal zurück. Steigen hier aus. So, ab in den Weißen rein. Mal gucken, ob wir den Grubber jetzt anhängen können. Dann kaufen wir uns einfach mal Feld 20, wobei das ist ja, glaube ich, schon gegrubbert. Gucken wir, ob das funktioniert hier. Das funktioniert schon mal. So. Feld 20 bitte einmal. Gucken wir mal, wie schnell wir schmutzig werden. Ob wir überhaupt schmutzig werden. So. Das Feld kaufen wir uns jetzt einfach mal kurz. Ja, möchte ich haben. Danke. So. Jetzt klappen wir den Grubber nochmal auf und senken ihn auch nochmal. Dann komm. So, jetzt gucken wir mal, ob wir schmutzig werden. Das Feld ist natürlich schon gegrubbert. Das ist mir durchaus bewusst. Aber nichtsdestotrotz könnte es ja durchaus sein. So, die Amazone werden wir nicht reinkriegen, das ist schon klar. Gucken wir mal, ob wir den auf der anderen Seite rum ranfahren. Ob wir dann wenigstens hier den kleinen Kipper ransetzen können. Oder aufsetzen können. Das funktioniert. Sieht auch soweit gut aus, wie ich finde. Und wir könnten natürlich jetzt noch einen größeren Kipper hinten dranhängen. Der Fliegel, da brauchen wir einen Dolly für. Gucken wir mal, ob wir den Krampel, ob wir den Big Body 900 da ransetzen können. Oder rankoppeln können, besser gesagt. So. Ja, auch das funktioniert. Sehr schön. Das heißt, wir können jetzt so hier in der Gegend herumfahren, ein paar Sachen einladen, haben ein bisschen mehr Füllvolumen. Und was passt denn überhaupt da rein? Jetzt gucken wir mal gerade, was in den kleinen reinpasst. Da passen 8500 Liter an Ladung. Ja. Weed Rape, ja, das steht da drin, aber hier fehlt dann leider Gottes noch die Beschreibung dazu, was denn da alles für Fruchtsorten reinpassen. Also das passt auf jeden Fall. Mais passt da rein, Weizen passt da rein. Sieht so aus, als wenn da alles reinpasst. Ja, genau. Scheint alles rein zu passen. Gucken wir mal, ob wir die Geräteauswahl. Jetzt haben wir auch wieder eine Anzeige, witzigerweise, hinten drauf. Ich glaube, das ist aber dann der Hänger. Okay. Können wir jetzt nichts mehr abkoppeln hier? Doch, jetzt können wir wieder abkoppeln. Aber auch hier fehlt mir dann die Gesamtanzeige. Mag das alle verstehen, wer es will. Also insgesamt kann man sagen, abschließend, es ist noch einiges verbesserungswürdig an diesem Mod, definitiv. Und er hat viele positive Eigenschaften. Und da kann man durchaus weiter arbeiten, ein paar kleinere Details nochmal beachten und nochmal abändern. Dann wird das auch ein richtig schöner und guter Mod. Wer gerne mit einem Unimog rumfährt, kann sich den gerne herunterladen und die Entwicklung weiter verfolgen. Ich denke mal, da wird in Zukunft noch einiges Schönes an Aktionen kommen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann liked es gerne. Schickt uns einen Kommentar, wenn ihr Fragen habt. Da freuen wir uns immer drüber. Auch über jeden Like freuen wir uns. Und falls ihr noch nicht abonniert habt, abonniert uns sehr, sehr gerne. Wir freuen uns über jedes Abo. So,
Vielen Dank, bis zum nächsten Mal, sagt der Florian von Let's Multiplay.